Hallo, hallo zusammen, da bin ich wieder. Es geht weiter mit Vokabeln zum Thema Schenken, Geschenke und so weiter. So, was machen wir, wenn wir ein Geschenk zu einem besonderen Anlass haben? Anlass bedeutet Occasion, sowas. Genau, also zum Beispiel, wir möchten sagen, jemand hat Geburtstag und wir schenken dieser Person etwas. Es heißt dann Geburtstagsgeschenk. Das ist ein Wort, ein langes Wort, Geburtstagsgeschenk mit S in der Mitte. Oder es ist ein Geschenk zum Geburtstag. Genauso können wir sagen, zum Beispiel Weihnachtsgeschenk, auch wieder mit S in der Mitte, Weihnachtsgeschenk. Oder ein Geschenk zu Weihnachten. Nicht zum, sondern zu Weihnachten. Weihnachten ist theoretisch Plural, aber wir benutzen es immer ohne Artikel. Also wir sagen nicht, ich schenke dir etwas zu den Weihnachten, das sagen wir nicht. Wir sagen einfach zu Weihnachten. Oder wir fragen, wo bist du an Weihnachten? Wo? Und dann kann man sagen, ich feiere Weihnachten mit meiner Familie oder ich bin an Weihnachten unterwegs oder sowas. Genau. So, dann was macht man noch? Man schenkt Sachen. Schenken. Was schenkst du deinen Kindern zu Weihnachten? Schenken, danach kommt ein Dativ. Wem? Wem schenken wir etwas? Deinen Kindern, das ist Plural. Oder was schenkst du deinem Chef zu Weihnachten und so weiter? Und jetzt müsst ihr vorsichtig sein. Also zumindest meine arabischsprachigen Schüler haben immer sehr gerne das Wort schenken und das Wort schicken verwechselt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich sind sie ähnlich. Sie sind auch ein bisschen ähnlich. Also, schenken hat etwas mit Geschenken zu tun. Ich schenke dir ein Buch. Und schicken, ich schicke das Paket per Post. Oder ich schicke das Paket an dich per Post. Das ist schicken, deswegen ist hier das Kuvert, der Umschlag. Das bedeutet per Post verschicken. So, dann was kann man noch machen? Man kann jemanden beschenken. Das bedeutet, eine Person bekommt Geschenke. Dieses Wort benutzen wir meistens generell. Zum Beispiel sagen wir an Weihnachten beschenkt der Weihnachtsmann. Also der Weihnachtsmann, das ist auf Deutsch der, naja, der Coca-Cola-Mann heißt Santa Claus. Auf Russisch ist das Dед Мороз, aber es ist nochmal ein bisschen eine andere Figur. Und auf Deutsch sagt man Weihnachtsmann oder das Christkind, komischerweise. Also ich bin eigentlich gegen Kinderarbeit, aber in Süddeutschland und ich glaube in Österreich auch bringt die Geschenke das Christkind, also das Baby Jesus. Bisschen seltsam, aber so ist die Tradition. Ich kenne das mehr mit Weihnachtsmann. So, und dann kann man das Wort beschenken benutzen wie der Weihnachtsmann beschenkt die Kinder, wenn man generell spricht. Also man sagt normalerweise nicht, die Eltern beschenken die Kinder. Das klingt ein bisschen zu formell. Aber dieses Wort kommt eher in einem Buch vor, vielleicht in einer Geschichte. So, dann gibt es noch das Wort verschenken. Jetzt ist wieder interessant, was ist der Unterschied zwischen schenken und verschenken? Schauen wir mal. Schenken. Was schenkst du deinen Kindern zu Weihnachten? Okay, meine Hände zittern heute, komisch. Ja, oder ich habe dieses Jahr viele Bücher verschenkt. Das bedeutet, ich habe viele Bücher an viele verschiedene Personen verschenkt. Also, wenn ich nicht sagen möchte, was konkret ich wem geschenkt habe, dann sage ich, ich habe 10 Bücher verschenkt. Fertig. Ich muss nicht sagen, ein Buch habe ich meiner Schwester geschenkt, 2 Bücher habe ich meinen Kollegen geschenkt und so weiter. Ich sage einfach verschenkt, das bedeutet an verschiedene Menschen verschenkt. So, wenn ich aber das Verb schenken benutze, muss ich sagen wem. Zum Beispiel, ich habe meiner Mutter, ich weiß es nicht, eine Villa auf Hawaii geschenkt. Habe ich noch nicht, vielleicht kann ich das irgendwann machen. Aber ich glaube nicht, dass meine Mutter sehr gerne auf Hawaii leben würde. Naja, nur so ein Beispiel. Ich muss sagen, wem ich etwas geschenkt habe. Ich schenke euch diese Walnuss zum Beispiel.
Das ist etwas Konkretes und ich schenke es euch. Oder ich sage, ich habe diese Walnuss oder ich verschenke diese Walnuss, ich weiß nicht wem. Jemandem, der möchte. Ich verschenke sie. So. Genau. Und jetzt wird es wieder zu lang, aber ich versuche das noch schnell zu erzählen. Es gibt noch das Wort Wunschzettel. Wunschzettel ist ein Stück Papier, auf dem normalerweise Kinder, aber nicht nur, eine Liste schreiben von Geschenken, die sie bekommen möchten. Und diese Liste schickt man an den Weihnachtsmann. Normalerweise bekommen diese Liste dann die Eltern zufälligerweise, aber auf der Liste steht dann zum Beispiel eine Barbie oder ein Buch. Nein, Buch steht da nicht, da steht PlayStation und so weiter. Also hast du schon einen Wunschzettel für den Weihnachtsmann geschrieben? Das könnte man ein Kind fragen. Das ist ein Wunschzettel. So, also Wishlist auf Englisch. Wish, ich habe keine Ahnung, wie das auf Russisch heißt, aber Wishlist, eine Liste mit Wünschen. So, und noch zuletzt das Wort die Bescherung. Was ist die Bescherung? Es hat zumindest zwei Bedeutungen. Bei der Bescherung bekommen die Kinder viele Geschenke. Damit ist meistens Weihnachten, 100% ist damit Weihnachten gemeint. Die Bescherung ist unterschiedlich. Bei manchen ist es an Heiligabend, also am 24. Dezember. Ich verwechsle das immer. Ich weiß nicht, ich bin 33 Jahre alt und ich verwechsle immer, wann ist Weihnachten und also wann ist Heiligabend und wann ist der erste Weihnachtstag. Also, bei manchen ist es am ersten Weihnachtstag am Morgen, bei anderen ist es an Heiligabend, also am Abend. Das ist unterschiedlich. Das bedeutet die Bescherung. Also der Prozess von Geschenke verteilen an die Kinder. Das ist die Bescherung oder nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. So, aber das Wort Bescherung hat noch eine zweite Bedeutung, nämlich, wie kann man das sagen? Zum Beispiel, wenn etwas Unerwartetes passiert und nicht unbedingt angenehm, also es kann auch etwas Negatives sein, dann sagt man, na, das ist vielleicht eine Bescherung. Das ist so Jesus Christ, was ist jetzt passiert? Also, das bedeutet, ich bin negativ überrascht. Was für eine Bescherung. Also, ich weiß es nicht. Das kann man sagen, zum Beispiel, wenn man eine Katze hat zu Hause und dann hat die Katze plötzlich sechs Kätzchen. Man hat die nicht bestellt, aber jetzt sind sie plötzlich da. Und dann sagt man, oh, das ist eine Bescherung. Also, man meint damit nicht, oh, was für ein Geschenk. Man meint, oh, ich bin negativ überrascht. Genau, das ist jetzt ein super langes Video geworden. Ich befürchte, es passt nicht auf Facebook, aber schauen wir mal. Ich hoffe, ihr habt ein paar nützliche Sachen zum Thema Geschenke und so weiter gelernt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.